Jetzt haben wir 13 Uhr. Ich versuche mal hier mein Bildschirm zu teilen. Weil wenn alle natürlich auf das Board zugreifen können, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber mach mal das Ganze trotzdem kurz. Aber das ist jetzt zu sehen. Ja. Wir haben ja. Also ich habe ja heute gesagt, dass wir auf dem Board eher so jetzt die ganzen Fragen sammeln und dann vielleicht durchgehen, über die Sachen diskutieren und auch gerne, wenn es viele Fragen sind, irgendwie sie auch hochvoten können, irgendwie ein Pünktchen drauf schreiben für die Sachen, die uns irgendwie am meisten wichtig sind und dann darüber diskutieren und die 45 Minuten füllen. Je nachdem, wie viele es noch kommen, weiß ich nicht, theoretisch könnten wir auch die alle ansprechen. Was glaubt ihr, was wäre sinnvoll? Auch sehen. So. Die Frage ist ja, ob auch von den Teilnehmern noch Fragen sind. Genau, das wäre ja auch die Möglichkeit, da Fragen reinzuschreiben und ansonsten können wir einfach starten. Ich fand es ganz gut, dass du das, jetzt ist bei mir ist das Board wieder weg, wenn man da einfach durchgeht, oder? Und ich meine, Christoph oder Albert oder Benedikt oder Frank können da einfach dann auch noch weitere Fragen rein, entweder reinschreiben oder reinwerfen in den Chat oder wie auch immer. Seht ihr, okay. Also, siehst du, Frank, siehst du das Board? Ich bin jetzt gerade drin. Mhm. Gut. Ja gut, also wer möchte von euch mit eurer Frage starten? Niemand traut sich. Niemand hört mich. Okay. Also, wenn sich keiner traut, stelle ich einfach mal die erste Frage. Wofür brauche ich denn eigentlich Podcasting im Unternehmen? Gute Frage. Okay, war schon die schwierigste Frage zuerst. Bis morgen. Genau. Ich glaube, es gibt ja ganz unterschiedliche Use Cases, oder? Von Wissen teilen, eher so top-down, bis hin zu Erfahrungen teilen, so horizontal, Kommunikation, Lernen, bis hin zu Werbung und PR. Also es gibt also ganz unterschiedliche Ansatzfelder, wo man Audio im Endeffekt mit dem Podcast-Format nutzen kann. Und also auch die Möglichkeit. Vielleicht, vielleicht kann man auch so ein bisschen ketzerisch die Frage nochmal aufnehmen und sagen, brauche ich denn überhaupt Podcasts im Unternehmen, nicht wozu, sondern braucht man die überhaupt, weil es gibt ja durchaus Menschen, die einem zurückspielen, oh Gott, jetzt kommt schon wieder was dazu und ich kriege schon so viele Newsletter und Videos und Einladungen und dann gibt es alle möglichen Sachen. Brauche ich denn jetzt noch einen Podcast? Dazu würde ich gerne was sagen. Also wir haben noch keinen Podcast bei uns im Unternehmen. Ich würde gern damit starten, weil wir erkannt haben, dass die Kolleginnen und Kollegen oder ich selbst auch, dass wir einfach überladen sind mit all diesen Informationen, die es im Intranet gibt, also schriftliche Informationen. Und bei uns gibt es einfach nichts an Audios und an Videos. Das ist noch völlig vernachlässigt. Und da ich privat halt Podcast-Fan bin, habe ich gedacht, ich bin nicht der Einzige. Also es gibt auch viele, die das mögen. Warum nicht im Unternehmen auf dem Wege Informationen weitergeben, Wissen vermitteln oder ganz, ganz unterschiedliche Ziele damit, aber einfach einen alternativen Weg anzubieten zu den Wegen oder zu den Mitteln, die wir momentan schon im Einsatz haben. Ich glaube auch, es gibt bestimmte Zielgruppen, die Podcasts halt mögen. Die kann man damit wahrscheinlich erreichen. Personen, die mit Podcasts noch nicht viel am Hut hatten, die werden wahrscheinlich schwieriger überzeugt werden. Da ich selber auch Podcast-Hörer bin, für mich ist immer wichtig, dass ich es auch einfach unterwegs nutzen kann, weil am Rechner sitzen, wo meine E-Mails reinploppen oder irgendwelche Meetings oder ich sonst meine Arbeit mache, könnte ich mich nicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde hinsetzen und mir das am Stück anhören. Das ist
würde ich einfach nicht machen. Und 5 Minuten Podcast ist für mich dann auch kein Podcast mehr. Eine ganze Zwischenfrage, ganz kurze Zwischenfrage, Matthias. Die Frage, die du gestellt hast zu dem Podcast, finde ich sie da auf dem Board und würde ich sie irgendwie zur Seite schieben, dass sie wissen, was noch offen ist? Glaubt nicht, nee. Okay. Also ansonsten würde ich auch sagen, also es gibt noch eine andere Frage, die so ein bisschen in die gleiche Richtung geht oder etwas anders formuliert ist, wann sollte man besser keinen Podcast machen? Also zum Beispiel habt ihr gesagt, es gibt viele Informationen geschrieben und so weiter, Information Overload, und da würde ich natürlich die Frage stellen, also wann sollte ich vielleicht nicht auf die Idee kommen, jetzt noch einen Podcast dazu anzubieten? Also der Klassiker bei uns ist immer, wenn ich nur 1-2 Inhalte vermitteln will und das war's. Also manche sagen, ey, wir würden gerne einen Podcast machen und die 3 Sessions, die hätte ich gern. Das ist dann eigentlich kein Podcast, finde ich jetzt, weil das ist eigentlich eher was Längeres oder vielleicht Serie. Manche arbeiten dann mit so Vergleichen wie bei Netflix, mit so Seasons. Ich meine, das ist sicher ein Ding. Mein anderes ist sicher die Zielgruppe, wenn die jetzt absolut nicht Podcast-ready ist. Also ich sage immer, es ist niedrigschwellig, informell und speziell für mobile Zielgruppen eigentlich auch interessant, wenn da ist genau das Gegenteil habe. Also Menschen, die jetzt nichts mit Audio anfangen können oder jetzt nur am Desktop sitzen oder gar keinen Zugang haben, dann ist es vielleicht schwieriger. Ja, und vielleicht daran anknüpfen, ich glaube, ein Podcast muss auch dann wirklich ein Podcast sein. Also nicht nur inhaltlich, was du sagtest, dass man entweder eine in sich geschlossene Season hat oder man hat wirklich so ein fortlaufendes Format. Aber ich glaube, es muss auch von der Zugänglichkeit ein Podcast sein. Wenn ich jetzt in irgendein Portal Audiodateien reinstelle, die ich mir dann vielleicht im schlimmsten Fall auch nur runterladen kann oder schlecht online anhören kann, dann fällt das bei mir zum Beispiel schon durchs Raster durch, es sei denn, es ist ein ganz toller Inhalt da. Aber ich würde eigentlich erst einen Podcast in einem Unternehmen als einen echten Podcast bezeichnen, wenn der in meinem Lieblingspodcatcher auf meinem Telefon landet. Und wenn er da nicht existiert, dann ist es für mich kein Podcast, weil er dann nicht so richtig in meiner Playlist auftaucht. Und der Simon hat ja auch immer sehr viele Beispiele, wie man sehr pragmatisch daran gehen kann mit SharePoint, mit ich weiß nicht was. Aber das sind alles so Lösungen, die aufgrund von Restriktionen oder technischen Problemen bei Unternehmen herrühren, die dann aber, wo dann diese User- oder Audio-Experience eben gar nicht mehr stattfindet. Und deshalb, glaube ich, finden viele Podcasts dann auch nicht bei den Hörerinnen und Hörern statt. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das ja anders, aber... Da sind wir auch gleich im Prinzip bei einer Frage von Christopher, der uns gerade verlassen hat. Weil wir die Frage nicht beantwortet haben. Nee, ja, er hat nur Video ausgemacht. Gut. Nur Video aus, das ist genau. Das minimale Setup für einen Podcast. Christopher, vielleicht ergänzt du da, meinst du jetzt auf der Serverseite oder so generell, was ich brauche, ich alles dafür? Ich habe 2 Sätze zu sagen. So, doch. Nicht mehr da. Ja, egal. Was? Genau. Was brauchen wir denn für einen Podcast als Minimal-Setup? Audio und Feed auf jeden Fall, worüber es gepusht wird. Und Audiodateien. Ein Format, wenn es geht, irgendwie. Aber ich meine, Christoph, Leonid, da seid ihr noch auch vielleicht technisch gesehen. Eine Minimum technisch Qualität finde ich auch immer wichtig. Wenn man nichts versteht, ist es schwierig. Beim Audioinhalt. Genau, würde ich auch sagen. Das ist mein Minimal-Setup. Also ein iPhone oder ein vergleichbares anderes Smartphone, was modern ist, kann wirklich sehr gut Ton aufnehmen. Also natürlich nicht jetzt wie dieses teure Mikrofon, aber das habe ich auch schon bei uns sehr oft empfohlen gesagt. Hier das Telefon so seitlich vom Mund halten, versuchen da nicht reinzupusten. Man kann damit eine Aufnahme machen, die wirklich gut klingt. Damit sie nicht halt vielleicht irgendwie im Kleiderschrank oder so aufnehmen oder irgendwo bei der Arbeit, wo man vielleicht doch mehr Schränke stehen hat, also so ein
typischer großer eigentlich Schrank mit Büchern oder irgendwelchen Mappen und sowas ist super, um Schall zu schlucken. Und das ist eigentlich mein Minimal-Setup. Also wenn man damit schon mal schafft, gut was aufzunehmen, dann wird ein teures Mikrofon das nur aufwerten. Aber im Grunde kann man damit schon mal starten. Bei einem Dialog und sowas wird es komplizierter mit Mikrofonen, mit Smartphones, aber trotzdem reicht das aus. Zu dem Feed, das ist so die Frage. Ich fand es spannend. Also einige sagen bei uns auch, wenn ich das nicht in der App hören kann, ist kein Podcast. Es gibt aber auch Wege irgendwie über Microsoft Teams und sonstige Dinge, das auszubreiten praktisch. Es ist halt die Frage, braucht man im Unternehmen, wenn man damit gerade startet, schon einen Feed und eine App? Dann gibt es auch, keine Ahnung, eine andere Möglichkeit, die Sachen zu verteilen. Oder meint ihr, dann ist es trotzdem kein Podcast? Ich glaube, wenn es ein richtiger Podcast sein soll, dann brauchst du schon diesen Seriencharakter, haben wir eben gesagt, und auch ein Feed, dass ich darüber automatisch informiert werde. Wenn man damit erstmal starten möchte und gucken möchte, da hat wirklich nur 3 Folgen oder will mal was verteilen, geht es wahrscheinlich auch anders. Also dann kann man vielleicht mal Microsoft Stream und Jammer nehmen, um das ein bisschen anzukündigen. Wäre für mich kein richtiger Podcast, aber um erste Schritte zu machen, ist das vielleicht eine ganz gute Lernumgebung. Ja, das glaube ich auch. Also deshalb auch mit der Verknüpfung, wann sollte man keinen Podcast machen? Ich finde, man sollte auf keinen Fall sagen, wenn ich keinen Feed habe, mache ich auch keinen Podcast. Weil dann hat man so ein Henne-Ei-Problem irgendwann. So dieses Pragmatische, einfach mal anfangen, das Leonid gesagt hat, finde ich ganz wichtig, dass man eben auch sich selber mal ausprobiert und sich so eine Folge aufnimmt und einfach mal zuhört oder es jemand anderem besser noch gibt zum Hören und ein bisschen Feedback bekommt. Und dann sich überlegt, worüber man eben sprechen will und was man machen will, ob das taugt für eine ganze ongoing Serie oder für einen 10er-Pack an Inhalten. Und dann eben das Technische. Aber da ist nach wie vor, glaube ich, das Problem, dass man gerne gegen technische Restriktionen läuft, weil man eben so ein internes Feed dann über Softwarelösungen irgendwie abbildet, die eben nicht dafür gebaut sind und die nicht dafür gedacht sind. Und der Erfolg von Podcasts überhaupt liegt auch eben in der zunehmend einfachen Art der Konsumierung und eben den Apps, die es da gibt und auch, dass es immer leichter wird, das zu produzieren und zu publishen. Und wenn man dann aber wieder kommt mit irgendeinem Tool, das nicht dafür gedacht ist, dann ist eben dieser große Vorteil wieder weg. Und das zu überkommen ist, glaube ich, das wird bestimmt passieren, aber es ist die Frage, wann. Also vielleicht fasst sich ja Microsoft auch ein Herz und baut einen Podcast-Channel wirklich diese Möglichkeit in Teams ein. Aber da sie da noch nie ein Platzhirsch waren und auch mit ihren Mobilgeräten ein großer Fail waren, sind sie da, glaube ich, auch so ein bisschen schnippisch. Ne? Ich habe vielleicht nochmal einen Punkt. Man sollte auch keinen Podcast machen, wenn Kontrolle super wichtig ist, vielleicht über jedes Wort. Also ich habe schon ganz früher habe ich gesehen, Menschen, die dann den Podcast skripten wollen und ablesen, das schaffen echt nur wenige Profis echt gut, dass es eben dann wie gesprochen und nicht wie abgelesen klingt und die Leute dabei bleiben. Und wenn man jetzt auch die Kultur hat, jedes Wort, alles muss kontrolliert werden, wir lassen da jetzt nichts zu vielleicht, dann kann man dann schon einen Podcast machen, dann ist aber halt ein Haufen Aufwand und der Output ist dann auch sehr so roboterhaft. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber das Thema Kontrolle und so ist sicher auch ein Thema Kultur. Ja, also man braucht eine gewisse Flexibilität, glaube ich. Das war auch bei einer Frage von Leonid, glaube ich, die er gestellt hatte. Wie muss denn eigentlich so ein Podcast-Format sein? Oder was ist ein gutes, eingängiges Podcast-Format, was die Leute sich auch anhören? Nein, das ist vom Thomas. Also wann höre ich Podcastern gerne zu? Was machen Sie? Ah, genau, das war eine weitere Frage. Sprechtipps, genau. Vielleicht können die anderen, die mal jetzt, so wie Hans, Frank, Christopher und so, mal eure Meinung oder eure Erfahrung als Podcast-Hörer
Teil. Ne? Also ich persönlich, manchmal versuchen wir zum Beispiel die Hörer direkt anzusprechen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Aber habt ihr noch andere Ansätze oder andere Beispiele, wann ihr gern Podcasts hört? Jetzt vielleicht neben der Stimme, ne? Weil jetzt da kann man euch Training machen, aber das ist ein bisschen angeboren. Christopher hier, also genau, ich bin auch professioneller Konsumer, aber auch nur, wenn es die Zeit erlaubt. Interessante Frage fällt mir jetzt gerade noch ein, wäre sozusagen, wann ist die beste Gelegenheit zu hören? Fast nämlich schlecht, das einzuplanen, aber fällt mir jetzt nur gerade ein. Aber genau, der beste Podcast stimmlich, also Stimme ist natürlich was, genau. Tonqualität, kein Rauschen. Was ich nicht mag, ist irgendwie, wenn es schon so anfängt, hallo ihr Lieben, bin ich schon weg irgendwie. Das höre ich irgendwie bei jedem Podcast. Hallo ihr Lieben, dann bin ich schon mental wieder weiter. Oder wenn sozusagen zu viel Gequassel irgendwie ist. Also manchmal habe ich das Gefühl auch, gerade bei so neuen Podcasts, dann unterhalten sich welche. Vielleicht liegt es auch an der Art der Podcasts, die ich höre, so über Kreativität und so. Dann sind sie so am Quasseln und ich habe das Gefühl, beim Quasseln überlegen sie sich erst so den roten Faden. Und dann dauert der auch eine Stunde oder anderthalb. Allein wenn ich dann sozusagen den Fortschrittsbalken kaum vorwärts bewegen sehe und ich habe immer noch das Gefühl, wir haben noch nicht einen Punkt behandelt, dann bin ich weg. Also griffiger Inhalt, wenig Vorgeplänkel, keine Hintergrundgeräusche, gute Tonqualität. Das wären vielleicht so vier. Ja. Ja, hier ist der Hans. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Mhm. Also gehen mir natürlich zwei Dinge durch den Kopf. Das eine so als Konsument. Ich kann mich da eigentlich in allen Punkten nur anschließen, was mein Vorredner, der Christopher, gesagt hat. Was immer Quasseln ist, aber ich bin den ganzen Tag in Konversationen, wo gequasselt wird. Und ich höre das oft nachts, also abends oder ganz früh morgens, also wenn ich so für mich alleine bin, und dann kommt es mir komischerweise auch immer sehr auf Inhalte an. Also eher Podcasts, die fast schon so einen Vortragscharakter haben, ist jetzt so meine ganz persönliche Haltung dazu. Das ist so die eine Brille, wo ich drauf gucke. Und das andere ist, ich bin ja Unternehmensberater und habe vieles von dem schon versucht, in Organisationen einzusetzen, wo ihr jetzt sagen würdet, das sind eigentlich gar keine Podcasts, also soweit ich das eben mitverfolgt habe, sondern das sind Audio-Snippets, die irgendeinen Zweck erfüllen, anstatt was Geschriebenem, oder auch mal versuchen, die Leute auf eine andere Weise anzuregen, durchaus auch in Organisationen, die sehr auf Kontrolle aus sind, aber trotzdem mal, wenn man dann so ein Audio-Ding macht, ist es ein bisschen was anderes als so dieser berühmte Newsletter, ja, wo dann immer irgendwie 23 Mal korrigiert wird, was dann kommt. Also insofern wäre so meine persönliche Haltung dazu, einfach auch mal loszulegen, egal wie das jetzt heißt. Also einfach mit diesem Format Audio, und das ist für mich das Entscheidende, es ist eben nicht lesen, es spricht andere Sinne an, einfach irgendwas zu tun. Das ist so meine Halt. Aber meine Frage an die Experten ist sicherlich auch, wie fängt man an, auch in Organisationen, also inwieweit braucht man Interne dazu, die das schnell übernehmen, ja, oder inwieweit kann man als Externer das Managen, Monitoren, den Prozess, natürlich machen die intern die Inhalte, aber wenn das nicht von außen getriggert wird, dann ist ja die Frage, wie macht man das, also wie geht man damit um, und das Problem der Erreichbarkeit in Organisationen, wenn es jetzt nicht um Büroarbeitsplätze geht, ja, also ich bin Berater für Organisationen, wo es auch um Produktion geht, da hat man Mitarbeiter, die weder affin sind, also da müssen wir noch Sachen ausdrucken, ja, und müssen das in die Werkshalle auslegen. Und da geht es auch nicht um Microsoft Teams und Collaboration Spaces. Die haben überhaupt keinen Zugang. Die haben gar keine eigene E-Mail-Adresse fürs Unternehmen. Also wie erreicht man die mit Audio? Das wäre so eine Frage, die ich noch hätte. Also wie man die mit Audio erreicht, hätte ich einen direkten Impuls zu, sofern es möglich ist, das öffentlich zu machen. Das ist ja immer so die Herausforderung. Darf es extern gesendet werden? Hätte ich jetzt gesagt, auch die Produktionsmitarbeiter, sage ich mal, haben Smartphones. Wenn irgend so ein QR-Code aushängt am schwarzen Brett, können die das einscannen und haben es direkt in ihrem bevorzugten Podcatcher. Das wäre der einfachste Weg, geht aber meistens nicht, weil man diese Information meistens nicht extern teilen möchte. Das ist halt dann wieder diese technische Herausforderung, für die ich bisher noch keine gute Lösung gesehen habe. Vielleicht ist es eine inhaltliche
Geschichte, also wir gehen tatsächlich bei uns stark in Richtung interner Podcasts, weil es halt einfach ist, die zu verteilen, was Freigaben angeht. Also das ist ein riesen Rattenschwanz an Freigaben, die wir benötigen, um einen Podcast nach außen anzubieten. Aber wenn ich so drüber nachdenke, zum Beispiel die Audi, die haben so einen Mitarbeiter-Podcast, den gibt es halt auch nach draußen. Und vielleicht ist es eher sinnvoll, diesen Prozess der Aufnahme, der Freigabe und so weiter irgendwie zu verschlanken, dass man es trotzdem schafft, das nach außen zu bringen. Ich glaube tatsächlich, also das höre ich immer wieder und auch hier in dieser Gruppe, die Zugänglichkeit eines Podcasts entscheidet stark darüber, ob er gehört wird. Und er muss einen Inhalt haben, der wirklich, wirklich herausragend ist. Aber für jemanden, die No-Desk-Workers, also jemand bei uns zum Beispiel in der Produktion, was für ein Inhalt müsste im Podcast sein, der die Person wirklich interessiert? Und auch natürlich der Inhalt, der gegen andere Inhalte konkurriert. Also wenn jemand tatsächlich auch Podcasts hört vielleicht, ne? Oder Spotify zum Beispiel, ne? Also wenn jemand dort einen Volkswagen-Podcast sich anhört und nicht die Lieblingsmucke oder sonst irgendwas, hier Fußball-Podcast, da muss der Inhalt für die Leute wirklich sehr relevant sein. Und bisher bei uns habe ich jetzt nichts bisher gehört, was produziert wurde, wo ich sage, ah, das ist ein gutes Beispiel für einen relevanten Inhalt. Ja, obwohl, das ist aber vielleicht ein kulturelles Thema. Ich denke jetzt mal, ohne Witz, manche von deinen Podcasts, wenn es jetzt um flexible Arbeitsansätze gehen, Leonid, die müssten doch eigentlich für jeden Mitarbeiter, könnte doch für viele Mitarbeiter interessant sein, oder? Also vom Firmenfunk jetzt zum Beispiel. Aber das ist ja mein privater Podcast, ne? Das heißt, also. Ja, aber jetzt nur als Beispiel, ne? Also, das sind doch Themen, ob das Produktivität ist, also alles rund um Softskill, jetzt nicht gerade die IP von irgendwelchen Elektrobauteilen neuen. Das ist doch sicher, sind doch Themen, die kann man ja theoretisch extern auch teilen, oder? Das stimmt. Allerdings sind zum Beispiel der Firmenfunk-Podcast mit den Themen, glaube ich nicht, dass er für eine breite Masse bei uns in der Produktion interessant wäre, weil er zielt schon in Richtung von White-Collars und Wissensarbeitern tatsächlich. Also ich kann mir schon Themen vorstellen, die in der Produktion auch interessant wären. Ich meine, bei uns ist das Thema, niemand kommt erst auf die Idee, so einen Podcast auf die Beine zu stellen. Also bei uns, wir sind im Stadium, Podcast ist ein Medium, um Werbung für die Inhalte zu machen nach draußen. Aber nicht so richtig so ein Podcast, wo man den Mehrwert für die eigenen Mitarbeiter sieht. Also dieses Wissensbringende in dem Podcast ist noch nicht entdeckt bei uns. Ja, aber ich glaube gerade vielleicht ganz kurz direkt darauf, also in der Autobranche und gerade bei Volkswagen, ist, glaube ich, auch die Identifikation mit den Endprodukten, die ihr herstellt, relativ hoch. Das zum Beispiel SAP-Produkte kann man da überhaupt nicht mit vergleichen. Und ich glaube, diese Identifikation mit dem, was die Leute bei euch gerade in den Werkshallen am Band machen und herstellen, ist ja relativ hoch. Und das Endprodukt ist ja sehr haptisch und da einfach. Und ich glaube, dieses über Produkte, über Herstellung sprechen, über dieses Ganze drumherum, über solche Sachen wie Wandel hin zur E-Mobilität und was das alles bedeutet. Ich glaube, da könnte man doch auf vielen Ebenen unheimlich viele von euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wirklich in der Produktion sind, erreichen, eben auch thematisch, weil ja viele dann auch mit diesem Volkswagen-Virus in irgendeiner Form infiziert sind und sei es, dass sie einfach nur Bully-Fan sind oder so. Aber da könnte man, glaube ich, sehr viel machen und sehr viel auch so an der Firmenkultur da eben rüberbringen. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie offen macht man das oder wie intern bleibt das? Ja. Ja, ich nehme auf jeden Fall mal mit, gerade so ein Gedanke, der mir kommt, ist, dass man vielleicht mit dem Arbeitsplatz anfängt. Ja? Also, dass man mit Geschichten aus der ganz konkret, klingt jetzt banal, aber es kommt mir gerade so als Idee, dass man weniger so mit Firmenpolitik oder sowas anfängt, sondern dass man wirklich dort anfängt, wo die Leute arbeiten. Und die sind ja schon auch daran interessiert, zu erfahren, vielleicht, was macht die andere Schicht oder so. Ja, also mit deren, weil die haben ja oft auch nicht wirklich einen Kontakt, ne? Abgesehen von Corona-Zeiten fällt mir jetzt gerade noch ein, wo ja oft auch Schichten getrennt wurden, damit die sich nicht mehr so austauschen. Also vielleicht wäre das ein Aufhänger, mal anzufangen mit tatsächlichen Geschichten von der
tatsächlichen Arbeit. Denn ich denke mal, das Format Audio eigentlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort nicht uninteressant ist, weil Lesen und komplizierte Worte und also eher so das einfache gesprochene Wort kommt vielleicht besser an als andere Formate. Und halt Leute vielleicht dafür rekrutieren, die dort schon quasi sind. Also die Sprecher, die TeilnehmerInnen sind diejenigen, die dort arbeiten. Also nicht jetzt ich, der eine aus dem Elfenbeinturm, gehe dahin für die Aufnahme, sondern man geht als Moderator hin und lädt die Leute ein, die dort wirklich arbeiten und lässt sie zu Wort kommen. Also bei uns zum Beispiel wurde mir gesagt, sowas wie, wenn jetzt einer aus der Werkshalle daneben irgendwie auf einem weißen Brett steht, keine Ahnung, Mitarbeiter des Monats, das ist immer schön. Oder wenn Leute bei uns zum Beispiel im Intranet gefeatured werden in meinen Artikel, das finden die Leute ganz gut, weil das ist so eine Anerkennung. Und wenn jemand natürlich in so einem Firmenpodcast auf einmal spricht, auch für viele Leute eine sehr schöne Art, eine Anerkennung zu empfangen. Ich habe da noch ein Beispiel zu, Frank hier. Wir haben im Intranet die Unternehmensziele abgebildet und ihr könnt euch vorstellen, wie oft die angeklickt werden und ne, wie oft auch überhaupt irgendwas zu dem Thema angeklickt wird. Und dann hatten wir eine Roadshow und die Kollegin, die Teile aus der Unternehmensphilosophie, Unternehmensziele 2025 in kleinen Häppchen rübergebracht hat, hat es geschafft, die Leute zu begeistern und die Leute mitzuziehen und auch erstmal überhaupt so ein Verständnis dafür zu schaffen. Und am Ende haben wir auch überlegt, woran hat es gelegen? Es hat einfach daran gelegen, dass sie das in ihrer Art getan hat. Also wie sie gesprochen hat, wie sie es formuliert hat. Da kam eine Begeisterung, da kam was Lebendiges rüber. Und das hat mich dann auch motiviert zu sagen, ja, und das können wir nicht nur zu dem Thema machen, sondern das können wir auch zu ganz vielen anderen Themen machen, die erstmal trocken wirken, ne, und vielleicht auch langweilig, die aber ja gar nicht langweilig sein müssen, ne, weil sie interessant und spannend rübergebracht werden können. Und und das vielleicht in der Form eines Interviews, ne, wie du das gerade sagst, Leonid, wenn ich dann jemanden interviewe, der das aber selbst beschreibt, also der aus seiner Arbeit, aus seiner Sicht, mit seiner Erfahrung Dinge beschreibt, dann ist das bestimmt, ja, hat das einen größeren Mehrwert, als wenn das jemand anderes tun würde. Ja, ich glaube, am Ende kommt es echt auf Ziele, Zielgruppe und Format und so an. Also ja. Beispiel, was wir mal hatten, was eine Zeit lang gut lief, oder Christoph, was das Service Sales Radio, da haben wir für Vertriebler vom Service Sales, glaube regelmäßig also neue Produkte kurz vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob das auch extern verfügbar war, aber ja. die sind eh unterwegs und die in E-Mails gehen eh alle unter. Also war zum Beispiel ein guter Use Case. Ich meine, sonst sind Interviews natürlich immer am einfachsten umzusetzen. Und Expertengeschichten, persönliches Storytelling ist natürlich immer gut, wenn so theoretisch mal gesehen, ja. Ja, und also ich würde dem, was der Hans vorgestellt hat, vollkommen zustimmen. Dieser Austausch mit dem Arbeitsplatz, wer macht denn eigentlich was und wie, finde ich auch eine ganz tolle Idee, gerade wenn irgendwelche Veränderungen auch in solchen Strukturen passieren. Ich muss sagen, in meine persönliche Erfahrung damit, was so Kommunikationsabteilungen angeht, ist ganz schlecht. Die verstehen das nicht. Ich frage sie, hä? Wie, was jetzt? Die sind gewohnt, sie haben da irgendwie ihren Guru über sich sitzen. Er macht irgendwie eine Ansage, dann geht die durch 50 Hände und Augen und was weiß ich. Und dann kommt am Schluss sowas raus, wo dann jemand, der offensichtlich Video gecoacht wurde, versucht, mit einem lockeren Gesicht irgendwie was abzulesen. Aber so ist aus meinen Augen, sollte Unternehmenskommunikation nicht funktionieren. Sondern es ist eben, also was mich auch interessieren würde, ist ehrlich gesagt genau das eben, was machen denn die Leute in meiner größeren Abteilung? Was ist, und wo kommen die her? Auch das Persönliche, weil man kennt ja nicht alles. Und was ist denn zum Beispiel ein Instructional Designer bei SAP? Was ist da die Rolle und was macht man da? Und was ist das Ziel und woran hapert es und was sind tolle Sachen? Aber ob jetzt so ein Level-1-Manager da irgendwas
erzählt, das interessiert ja auch ehrlich gesagt niemanden. Es sei denn, es geht um so Sachen wie Gehälter oder mehr Urlaubstage oder so. Aber wenn dann irgendwas mit Visionen und so kommt, da schaltet ja auch die Hälfte der Leute schon gleich ab. Und das ist, glaube ich, immer schwierig dann. Deshalb finde ich auf so einer Peer-Ebene das einen sehr, sehr spannenden Ansatz, was du da gesagt hast. Christoph, also ich würde behaupten, ich würde mir einen Podcast von einem Manager oder Vorstand sogar anhören, wenn der Podcast authentisch wäre, wenn er was erzählen würde. Also das ist ein Beispiel, was ich manchmal bringe bei uns. Ich habe bei einem Podcast bei einer Aufnahme geholfen, weil wir das virtuell aufgenommen haben und habe mich schon früher eingeklinkt und mit den Leuten, die haben so gequatscht und die Frau hat dann gesagt, wir müssen da irgend so einen Prozess einführen, das ist ja richtiger Saftladen und hat richtig emotional gesprochen und das war auch sehr interessant zu hören. Und dann, dann die Moderatorin meinte so, okay, wir fangen jetzt an. Und dann hat diese Frau Sachen erzählt. Das ist so fast vorgelesenes Zeug. Ja, toll, was sie da einführen und Kundenzentrierung und bla bla bla. Und das war super langweilig. Und ich denke mir, wenn man jetzt Menschen, die da oben sind, in irgendeiner Form coachen würde, zu sagen, okay, wie schafft ihr eine Balance zwischen Authentizität und vielleicht nicht zu viel verraten oder nicht zu viel sagen, okay, dieser blöde Laden und meine ganzen untergebenen Führungskräfte sind alles Idioten, wenn man das nicht macht, sondern wertschätzen, aber authentisch einfach zu sagen, wie geht's mir damit, ne? Oder einfach mal, wenn einer sagt, ey, ich habe hier, keine Ahnung, einen 12-Stunden-Arbeitstag und pendle zwischen Standorten, dass man einfach mal so ein bisschen was davon erzählt und zu sehen, dass dieser Manager da oben ja eigentlich auch ein Mensch ist. Solche Formate glaube ich schon, dass sie interessant wären. Die gibt es halt nur zum Beispiel bei uns nicht. Also alles, was weiter oben ist, versucht das Ganze weiter noch zu schleifen, dass der Podcast sehr, sehr irgendwie, zum Beispiel unser Podcast. Also ich sag mal so, das sieht man insgesamt in der Kommunikation. Aber ich meine, der Gunnar Kielen, unser HR-Vorstand, ist auch der Einzige, der wirklich überhaupt einen Podcast macht. immerhin, sage ich mal. Und das hat sich leider bisher nicht so richtig weiter verbreitet bei uns. Aber ich glaube, diese Authentizität, je weiter in der Hierarchie nach oben, desto weniger gibt es davon. Ich muss auch sagen, und da auch mal bewusst Fehler einzugestehen oder Sachen, die nicht so rund laufen, würde ja auch dazu wieder helfen, eine mehr Fehlerkultur im Unternehmen zuzulassen, anstatt dass man da alles positiv darstellt. Manche Sachen mag es geben, da muss man sehr präzise wahrscheinlich sein auf solchen Ebenen in seinen Äußerungen, ne? Aber da, wo es nicht notwendig ist, würde man sich wahrscheinlich manchmal mehr Offenheit wünschen. Also ich muss da auch nochmal zustimmen. Also jetzt der Podcast, der Output, der ist echt locker flockig. Ich meine, aber von Production to Publish war es, glaube ich, 3 Monate gedauert. Also das ist bei uns normal, kann das innerhalb von 4 Tagen oder 3 Tagen passieren. Aber ich glaube, es wurde schon angesagt. Ich glaube, je höher das geht bei den Interviewpartnern, desto schwieriger wird gar nicht unbedingt die Zusammenarbeit mit dem Interviewpartner. Ich habe jetzt keinen Stress, einen Vorstand zu interviewen oder eins drunter. Aber die Kommunikationskollegen, die wollen eben oft die totale Kontrolle. Das ist echt eine Challenge. Deshalb tue ich auch lieber, ich sage mal in Anführungszeichen, Experten und die können auch auf verschiedenen Level sein, weil da hast du dann weniger Probleme einfach damit. Aber jetzt nur meine Erfahrung. Ja, also wollen wir noch eine Frage rauspicken, die vielleicht irgendwie jemand noch irgendwie ganz wichtig ist, weil wir haben, glaube ich, nur so 10 Minuten Zeit mit ein bisschen Puffer. Oder auch die Frage, die hier steht, also mit dem Sprechtipp. Extern? Oder ja, mit dem Sprechen oder gute, schlechte Beispiele wäre vielleicht ein pragmatischer Punkt. Das, was alles schiefgehen kann, finde ich auch gut. Ist auch gut, ja. Die sind alle gut. Wir können sonst versuchen, hier mit der Timebox auch schnell die Sachen durchzulaufen, aber 2 Minuten pro Frage. Was waren deine größten Fails, Leonid und Matthias? Genau. Was waren eure Fails? Aufnahmen, die mir nicht gefallen haben am Ende und ich sie trotzdem veröffentlicht habe und ich dazu auch schlechtes Feedback bekommen habe. Fehlt mir immer noch sehr schwer, eine Aufnahme nicht zu veröffentlichen, wenn ich sie aufgenommen habe. Ich fühle so eine Verantwortung dem Gast gegenüber. Das finde ich so das Schlimmste. Kleinigkeiten kann man irgendwie wegschnipseln, aber wenn ich eine Folge habe, hinter der ich überhaupt nicht stehe, aber sie trotzdem veröffentliche, finde ich, das ist ein Fail.
Ja. Also ich habe noch nicht so viele Aufnahmen, aber genau eine Folge habe ich auch da, habe ich auch gehadert, will ich nicht. Ich habe es dann veröffentlicht, ich glaube, es war noch ganz okay, aber an einigen Stellen fand ich schon fast grenzwertig, also so Richtung, will jemand was verkaufen und das jetzt als Werbesendung verwenden und das will ich natürlich nicht, als privater Podcast. Also ich habe nach beim Interview mit unserem Abteilungsleiter, damals dem Bernd Welz, ein Interview angefangen und nach ungefähr 10 Minuten gemerkt, dass ich vergessen habe, den Record-Button zu drücken. Und dann sagen musste, du Bernd, das war super bis hierhin, hat mir echt gefallen. Und jetzt machen wir das richtig nochmal, weil ich habe vergessen, auf den Knopf zu drücken. Ja, ich hatte... war zu laut eingestellt und die Hälfte meiner Aufnahme war übersteuert. Die Hälfte davon habe ich nochmal neu eingesprochen. Die andere Hälfte habe ich gedacht, naja, das hört wahrscheinlich eh keiner. Oder wer es bis hierhin durchgehalten hat, kommt noch bis zum Ende. Ja. Ja, also ich hatte auch ich mal, würde da Leonids Checklisten nochmal empfehlen. Das hilft, dass man auf solche Sachen gut achtet. Die Checkliste ist, glaube ich, in dieser PDF, die da verlinkt ist, auch auf dem Board. Also tatsächlich, also jetzt habe ich mich auch daran erinnert, ich hatte eine Aufnahme gemacht auf der Manage Agile, hatte da tatsächlich 4 Gäste an einem Tag und beim dritten Gast habe ich so Richtung des Aufnahmegerätes geguckt und der hat so merkwürdig angezeigt und ich so, okay, was ist mit dem Rekorder? Und festgestellt, dass sie nicht mehr aufzeichnet, weil die Speicherkarte vollgelaufen ist. Und das war extrem peinlich. Und das Schlimme war, ich hatte auch keine Ersatzkarte dabei. Und mein Gast hatte mir tatsächlich damals eine Speicherkarte gegeben, geschenkt. Also war irgendwie so eine kleine 2-Gigabyte-Karte. Aber seitdem gucke ich extrem darauf, wenn ich wirklich mobil aufnehme, immer zu schauen, ist genug Saft im Akku. Habe ich eine Powerbank vielleicht noch dabei, wenn das Aufnahmegerät sowas ermöglicht und ist genug Speicher tatsächlich da, dass dort, keine Ahnung, 2, 3, 4 Stunden mindestens noch offen sind, weil manchmal macht man so ein paar Takes, nimmt was auf oder lässt schon mal laufen, bevor man aufnimmt, um sich irgendwie so ein bisschen dran zu gewöhnen, gemeinsam mit dem Gast an die Situation und wenn dann die Speicherkarte vollläuft, das ist echt nicht cool, also sieht sehr unprofessionell aus. Und am Ende, ich sag mal so, einen Podcast 2-mal aufzuzeichnen, das hatte ich auch schon mal gehabt. Wir hatten eine Webaufnahme, also ich finde das, ja, Fail Learning und mein PC ist abgeschmiert, komplett mit der Aufnahme auch. Und das Gleiche nochmal aufzunehmen, war extrem schwierig, weil ich wusste zum Beispiel nicht, habe ich die Frage schon gestellt in dieser Aufnahme oder in der letzten? Und auch der Gast hat dann irgendwie so mit weniger Leidenschaft erzählt und für mich war das auch nicht mehr so interessant. Von daher versuche ich, also auch wenn ich jetzt zu Hause aufnehme, auch immer eine Backup-Aufnahme zu haben. Also auch wenn es nur ein Rekorder irgendwo steht, lieber eine schlechte Qualität, aber die erste Aufnahme zu nutzen. Und oder das Vorgespräch zu lange machen, dann hat man denselben Effekt, ne? Da hat man alle Antworten schon gehört, dann will ich die Aufnahme eigentlich gar nicht mehr machen. Und genau, ich hatte auch die Situation vorher nicht alle technischen Details mit dem Gegenüber abgestimmt und habe gedacht, naja, die Person wählt sich mit dem Computer ein, auf einmal war sie mit dem Handy drin. Ja. Und das funktioniert halt mit der Aufnahmesoftware nicht und solche Sachen, also kann alles schief gehen. Also Technik-Vorcheck ist echt wichtig. Also Batterie hatte ich auch schon, vor allem war sie in einem Café, also da war es dann schwierig, dann musste einer kurz zum Rewe rennen. Ich hatte mal das Kabel auch in die falsche Buchse gestellt, das war morgens, da hatten wir abends gefeiert davor, also auch ein bisschen Fokus und ausgeschlafen halt, ist ganz hilfreich. Ich war dann immer irritiert, warum höre ich denn nichts auf dem Kopfhörer und so, ich war noch leicht zerstört. Der hat vorgelesen und wir haben uns beide nicht so getraut, einfach zu sagen, stopp, wir machen jetzt mal Stopp. Und er war vielleicht einfach unsicher, aber ich finde, Vorlesen ist Horror einfach. Ne? Das ist, da müssen wir mal analysieren, wie viele Leute da rausgetroppt sind dann aus dem Stream. Ja. Also da hätte ich mir, müssen wir nächstes Mal einfach sagen, du, Entschuldigung, das wertschätzend rüberzubringen, dass man jetzt eben anders weitermachen sollte. Was hatte ich mal noch? Muss ich ihn aufgeschrieben? Nee, ich glaube, das war es. Also ich habe mal einen aufgenommen, den habe ich dann nicht gepublished, weil da habe ich gemerkt, hat sich jemand null vorbereitet, auch mit den Punkten nicht, die wir abgesprochen haben.
Und zwar so ein High-Level-Vertriebsgelabere, sorry. Ich habe es dann aber einfach ignoriert und nie gepublished und habe zum Glück nie eine Rückfrage gekriegt. Also ich habe es einfach ausgesessen. Ach, das ist aber, gut. Den muss ich mir aber das war auch schlimm, wenn ihr dann im Podcast merkt, und das war ein Manager, da habe ich mich dann auch nicht getraut zu sagen, nee, jetzt machen wir jetzt nicht weiter. Ja. Also ich hätte noch eine Erfahrung, also die mich auch, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ich habe einen Podcast gemacht mit Entwicklern, also Softwareentwicklern, und da waren dann zwei, ein Product Owner und zwei Product Owner waren es aus verschiedenen Teams. Und dann lief das Gespräch so und der eine hat erstmal relativ viel erzählt und dann habe ich schon gemerkt, der redet ein bisschen zu, und der andere, halt, es war alles remote, ist dann so ein bisschen unruhig geworden, und dann habe ich es dann endlich geschafft, mal den Ball dahin zu spielen, und dann war der erst still und dann hat er gesagt, nee, ich bin jetzt raus, glaube ich, das läuft hier alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich bin jetzt raus. Also ihr könnt das gerne alleine weitermachen, aber ich bin raus. Und das war so eine Situation, wo ich dachte so, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich versucht, ihn ganz lieb und nett wieder einzufangen und ihm auch gesagt, dass er ruhig nochmal seine Punkte, wo er einfach nicht in das Gespräch so reingegrätscht ist, und gesagt hat, da muss ich aber noch das sagen oder dieses, dass wir die Punkte einfach nochmal separat aufgenommen haben. Und am Schluss war er dann ganz glücklich, weil ihm war nicht so bewusst, dass man das dann auch nochmal so zusammenschneiden könnte. Und da habe ich aber gemerkt, dass man, wenn man mehrere Interviewleute hat oder in so einer Gruppe ist, dass man wirklich sehr aufmerksam beim Moderieren sein muss, dass keiner irgendwie zu kurz kommt oder dass man so ein bisschen das Gespür entwickelt, wenn jemand unruhig wird, also dass man auch alle immer im Blick haben muss, was natürlich schwer ist, wenn man auch noch die Technik im Blick haben muss und dass alle Backups laufen, und also dann braucht man wahrscheinlich ein bisschen Routine, aber den vollen Fokus auf das Gespräch und die Leute haben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe noch eine persönliche Frage. Ich bin ja auch noch fast noch Anfänger. Unvorbereitet fand ich manchmal gar nicht so schlecht, wenn die Gegenüber unvorbereitet sind, wenn die in ihrem Thema drin sind und halt nicht was verkaufen wollen. Ne? Also dann ist es halt spontaner manchmal, aber mache ich es mittlerweile auch nicht mehr. Ich hatte aber, also manche Menschen sind ja verschieden, ne? Und denen stellt man eine Frage und die sagen ja, selbst mal eine offene Frage, ne? Und sind schon fertig. Und anderen stellt man nicht mal eine Frage und die reden einfach 25 Minuten durch. Also ich habe schon mal überlegt, sage ich denen vorher, wenn du zu lang redest, mache ich irgendwie so. Das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Oder lässt man die reden oder schneidet man einfach nachher die Hälfte wieder raus? Wie geht ihr damit um? Ich glaube, rausschneiden ist schwierig, ne? Also ja. Gestik ist vielleicht schon gut, und also ich versuche zu nicken, versuchen zusammenzufassen, so manchmal, so was du halt auch vielleicht sonst aus Gesprächsführung so ein bisschen versuchst. Klar, es gibt welche auch, die sind super sharp, die können Sachen voll strukturiert zusammenfassen, und andere verlieren sich vielleicht ein bisschen. Da muss man dann auch ein bisschen helfen, dann vielleicht nochmal, wie gesagt, zusammenfassen, eine Frage stellen. Also wenn jemand wenig sagt, offene Fragen halt auch. Ja, ne? Wie meinst du das genau? Kannst du mal ein Beispiel geben und so weiter? Ich fand es eher problematisch, dass dann jemand dann fast 20 Minuten, sage ich mal, im Stück geredet hat bei der ersten Frage, und ich wollte 10 Nachfragen stellen. Einfach unterbrechen. Also nicht so einfach im Sinne von ins Wort fallen, aber wenn du merkst, dass es zu lange dauert, auch mal unterbrechen, weil es nicht anders geht. Ich hatte schon ein Interview, mein Interviewpartner, also ich hätte im Grunde am Anfang nur sagen können, go. Und 45 Minuten einfach schweigen. Das ist ja ein Monolog, wie von der Bühne erzählt. Und gut, zum einen überlege ich mir, ist es überhaupt ein richtiger Podcast? Muss ich intervenieren? Also wird es trotzdem spannend? Ne? Das ist auch so eine Sache. Also kann ja sein, dass jemand 25 Minuten so Spannendes erzählt, dass es auch okay ist. Also ich muss nicht immer oft vorkommen in dem Podcast. Wenn ich aber merke, dass die Person irgendwie sich im Kreis dreht und so weiter, dann würde ich auch mal unterbrechen. Also ja. Und wenn, also ich habe viele Podcasts nur Audio aufgenommen, also remote, wir haben uns nicht gesehen, das ist ein bisschen schwieriger. Mittlerweile nehmen wir alles auf, auch mit Kamera, also die meisten Tools bieten beides an. Und da versuche ich schon, also irgendwie das kenntlich zu machen, dass ich irgendwie eine Frage habe oder gestikulieren. Also auch Leute irgendwie unterbrechen, also die merken oft, dass ich da irgendwas möchte und reagieren darauf. Also aber
wenn es wirklich langweilig ist oder wird oder sich im Kreis dreht, unterbrechen lieber als viel zu schneiden. So, wir haben noch eine Minute oder so. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wollen wir das dazu irgendwie einen Anschluss machen, sonst wieder ein Clubhouse versuchen oder sowas, wenn es dann noch Fragen gibt. Wir haben es ja mal versucht eine Zeit lang. Oder irgendwie sonst, wenn Fragen offen sind, dass man sich da irgendwie noch anders austauscht. Was glaubt ihr? Also brauchen wir oder sind die jetzt alle Fragen geklärt? Also, Frank, du bist schon für mich erstmal alles gut. Ich fand es übrigens ganz toll. Ich habe so viel weitergedacht und ich habe schon eine ganz konkrete Idee, wie ich dieses Thema, über das ich angefangen habe, wie ich das jetzt als nächsten Schritt umsetze. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Super. Fand ich toll. Ja, perfekt. Dankeschön auch euch für die Teilgabe. Also fand ich auch sehr spannend, auch mal wieder auch so Stories zu hören. Das finde ich so am faszinierendsten, immer zu hören, was wo irgendwo schiefgelaufen ist oder was gut, was schlecht ist. Und ein Danke auch von mir. Wir können mal Twitter Spaces ausprobieren, wenn du Bock hast. Obwohl letztes Mal hat es nicht gut funktioniert. Das mal davor. Das ist doch, dass das immer nicht funktioniert von der Technik. Aber in Clubhouse kann man doch mal so eine Follow-up-Runde zum Corporate Podcasten machen, so einmal im Monat oder so vielleicht. Genau. Muss ja nicht. Ja. Die anderen Fragen, ne? Ja. Was muss ich da suchen im Clubhouse? LernOS oder wie ist da der Knoten? Ich glaube, da musst du Leuten folgen. Wir haben keinen Raum. Gibt es Räume oder Leute folgen? Und Raum haben wir jetzt keinen zum Thema. Oder bei Twitter oder so folgen. Meistens posten wir das auch irgendwo nochmal dort. Also Twitter Spaces finde ich auch schwierig, weil man das nicht so timen kann. Man kann das nicht sehen, sondern man muss irgendwie ankündigen, einen Tweet oder direkt anschreiben. Ich habe da keine guten Erfahrungen bisher gemacht. Ja, man kann es inzwischen, aber die Qualität ist echt schlecht. Also kannst welche aufsetzen. Ich habe letztes Mal auch Probleme gehabt. Ja, wir können mal Clubhouse wieder probieren. Cool. Alles klar. Gut. Dankeschön. Dankeschön. Allen einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Ciao.